Hallöchen, das ist Jako, ich bin Marti. Und das sind die Was geht ab? Shorts. Erst vor kurzem hat die UN-Untersuchungskommission aufgrund von Zeugenbefragungen Nordkorea systematische Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Menschen werden in Zwangslagern unglaublicher Folter und sogar Gehirnwäsche unterzogen. Eine Foltermethode scheint nicht nur in Nordkorea, sondern auch bei den USA in Guantanamo besonders beliebt zu sein. Die sensorische Deprivation. Darunter versteht man jeglichen Entzug von Sinneswahrnehmungen. Das Gehirn wird praktisch von allen äußeren Reizen abgeschirmt. Das führt zu Halluzinationen und einem veränderten Bewusstsein. Die betroffene Person wird so leichter beeinflussbar und anfälliger für eine Gehirnwäsche. Eine Form der sensorischen Deprivation ist die Isolationshaft. Das heißt, man wird über längere Zeit in einer dunklen Kammer gehalten. Die sogenannte Camera Silence ist ein dunkler, völlig schallisolierter Raum. Wenn Personen sich länger dort drin aufhalten, kann das zu Halluzinationen führen. Das geschieht, weil das Gehirn einfach keinen Reizen mehr ausgesetzt ist. Also produziert es einfach selbst welche. Man halluziniert. Bei der sensorischen Deprivation muss sich die Person nicht zwangsläufig in einem dunklen Raum aufhalten. Man versucht aber trotzdem, ihre Sinneswahrnehmungen auf ein Minimum zu beschränken, indem man ihr eine Brille aufsetzt, die das Sichtfeld stark einschränkt. Zusätzlich bekommt sie noch Handschuhe angezogen, damit sie ihre eigenen Hände nicht mehr spüren und keine anderen Körperteile von sich berühren kann. Oftmals wird noch eine Beschallung mit einem monotonen Geräusch hinzugefügt. Anfang des Jahres sorgte die Band Skinny Puppy für Aufsehen, weil sie vom US-Verteidigungsministerium Geld verlangte. Die hatten deren Musik als Folter in Guantanamo laufen lassen. Das allein ist schon schlimm genug, allerdings hatten sie noch nicht einmal eine Lizenz dafür. Wenn das Gehirn quasi isoliert und keinen Reizen mehr ausgesetzt wird, dann schaltet es gewisse Funktionen einfach ab. Das führt zu bleibenden Schäden. Wie sich die sensorische Deprivation im Einzelnen auf das Gehirn auswirkt, ist noch nicht genau erforscht. Man weiß zum Beispiel durch die Kooperation mit ehemaligen Folteropfern, dass diese nach der Folter leichter zu beeinflussen waren. Sie können auch nicht mehr die gewohnten gedanklichen Leistungen wie vorher erbringen. Dieser Schaden kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. In den 1950er Jahren beschlossen Wissenschaftler, in Experimenten mit Freiwilligen zu erforschen, wie das Gehirn auf die sensorische Deprivation reagiert. Grund dafür war, dass viele Soldaten, die im Koreakrieg gekämpft und dort inhaftiert waren, oft völlig verwandelt wiederkamen. Man vermutete, dass sie einer Gehirnwäsche unterzogen worden waren. So beschlossen die Forscher, in eigenen Experimenten die Foltersituationen nachzustellen. Bald darauf wurden diese aber eingestellt, weil sie zu unmenschlich waren. 2008 wurde unter der Leitung von Professor Ian Robbins erneut so ein Experiment durchgeführt, diesmal allerdings in Großbritannien. 6 Freiwillige begaben sich dafür 48 Stunden lang in einem Bunker in Isolationshaft. Davor nahmen sie an Tests teil, die ihr Denk-, Kombinations- und Erinnerungsvermögen maßen. Ihnen wurde unter anderem auch eine Kurzgeschichte vorgelesen. Danach bekamen sie Suggestivfragen gestellt. 3 der Personen wurden in eine dunkle Kammer gesperrt, die anderen 3 bekamen die Brille und die Handschuhe und ein Rauschen auf die Ohren. Alle Teilnehmer hatten nach den 48 Stunden wesentlich schlechtere Ergebnisse, obwohl die Tests genau dieselben waren. Auffällig war auch, dass die Männer sich viel leichter von den Suggestivfragen hatten beeinflussen lassen, die Frauen dagegen nicht. Die sensorische Deprivation gehört zu der sogenannten weißen Folter, da sie ausschließlich psychologisch wirkt. Äußerlich kann man nach deren Anwendungen keine körperlichen Veränderungen an den Opfern erkennen. Die psychischen Schäden bleiben jedoch bestehen. Wie steht ihr zum Einsatz von Folter? Gibt es für euch einen Anlass, wo ihr Folter vertretbar findet? Eure Meinung in die Comments. Hier gibt es jetzt noch 2 weitere gewaltfreie Videos. Unter mir könnt ihr abonnieren. Unter mir gibt es Sexcalibur und in der Videobeschreibung die ganzen Social Media Dingstars. Das waren die Was geht ab Shorts und wir sind jetzt raus. Wow.